Wupsi, wups, wir sind wieder da. Heute steppt hier der Bär, und zwar der Dietmar-Bär. Ich freue mich so. Und Dr. Eckert von Hirschhausen lädt zur Sprechstunde. Hier ist was los. Eine laue Sommernacht in Hamburg. Dann haben wir eine Band da, die heißt Boy, und man meint, oh, sind wohl Jungs. Nee, sind Mädels, glaubt man nicht, aber machen ganz tolle Musik. Und jetzt festhalten. Wisst ihr, wer heute noch da ist? Die Beatsteaks. Und meine Shanty-Schnullis. Durchhaltet, dann gibt's ein Geschenk. Eins, das ihr seit vielen Jahren nicht mehr gesehen habt. Es ist ganz schön kalt. Schon beruhigt? Wegen der Feier? Wegen der Feier, ja, weil ihr Meister geworden seid. Ja, es ist ja schon wieder Realität eingezogen, die Saison. Du sagst ja, du bist kein Fan. Das fand ich so gut. Fan ist eine Beleidigung. Das sind die kleinen Jungs, die hier noch nicht wissen, wo sie hingehören. Ja, oder alle zwei Jahre da, alle zwei Jahre hier. Manchmal ist einer Bayern-Fan, dann ist er HSV-Fan. So was gibt's? Das soll es geben. Normal. Ja, klar. Total normal. Ich bin halt aufgewachsen und schwarze Hals, gelbe Zähne. Ich bin Borusse. Ich kann nie anders. Du hast eine Dauerkarte, du bist Mitglied. Ja, hier. Alles, was man so machen kann. Kommst du mal, was wirst du trinken? Was trinkt so ein Borusse? Also hier trinkt man, glaube ich, irgendwie Bier, welches oder? Welches denn? Pilz, wenn Pilz. Du hast. Zwei Pilz nehmen wir, Frau Müller. Ja. Willst du mal durchgehen? Ja. Dann kann ich mal eher zu meinem Publikum und noch Fragen stellen, wenn einer laut ist. Aber und das so. Ist doch irgendwie, wie ich das immer höre. Wenn das heißt, im Fernsehen ist das alles viel größer. Ist hier genauso. Ja, ja, man ist viel dicker und viel kleiner. Alles wirkt viel, ja. Auch wir sind, du bist ja mal ein ganz schmales Hemd eigentlich nur. Ja, ich aber nur, weil ich gefastet habe. Hast du ist alles. Ich habe gefastet, ja, mache ich jedes Jahr. Wollen wir noch ganz kurz über Fußball? Ich muss noch mal ein bisschen was, ja. Ich sehe auch die Farbkombi. Das ist wohl für mich gedacht, oder? In Schwarz-Gelb stehen wir. BVB. Mir ist ja immer egal, für wen ich singe. Ich singe einfach so gern. Ich singe auch für den BVB. Ich würde auch für die. Musst du mal auf die Süd gehen. Das die freuen sich auch, wenn du sehen kommst. Auf die Südtribüne. Deutschlands größte, Europas größte Stehtribüne. 25.000. Wie ist denn das, wenn du zum Fußball gehst? Sitzt du in der Loge oder bist du zwischen den echten Borussen? Erstmal Prost. Prost, Herr Bär. Prost, Kinders! Ihr kriegt ein Bier! Ihr kriegt noch nichts, ne? Oder? Ihr habt schon, ne? Also, Jungs, jetzt nicht so ein schlechtes Lied auf mich. Ihr hattet schon einiges. Und das ist auch gut so. Du, wenn du da bist beim Fußball, du sitzt zwischen den Borussen, zwischen den echten Mitgliedern. Also man muss unterscheiden. Wir, da, wo wir sind, das ist aus der Sicht der Südtribüne, wir sind Sitzplatzkanacken. Wie es immer so nett, freundlich, zärtlich. Ja, ich sitze schon seit einigen Jahren. Und wenn die mal verlieren, weinst du dann?
Wein, es kommt drauf an, wenn sie zu Recht verlieren, ärgert man sich. Und dann beschimpft man sich gegenseitig manchmal. Oder was auch immer Nettes ist, wenn sie am Ende der Saison nicht so gut spielen und die Jungs drum alle so eine Scheiße, ich die Dauerkarte, lass ich nächstes Jahr. Und dann wird es jetzt dann wieder heißen, kommt es auch nächstes Jahr wieder, ne? Hier. Ja, und dann trifft man sich halt wieder. Weil gehst du denn oft hin? Ich versuche es so oft wie möglich, weil meistens Bundesliga-Saison ja auch Tatort-Drehzeit in Köln. Und das heißt dann eben, dann ist das Wochenende, gehört dann dem Fußball und ich fahre nicht nach Hause nach Berlin, sondern ich bleibe dann da und gucke mir das Spiel an. Aber wenn du so ein Fußballfanat bist, warum, du hast doch selber auf Fußball gespielt? Auf dem Bolzplatz. Und durftest aber nicht in den Verein, weil deine Mama das nicht wollte? Nee, irgendwie wollte sie das nicht. Aber keiner weiß mehr genau, warum eigentlich nicht. Ich glaube, sie selber würde das wahrscheinlich auch gar nicht mehr zugeben, dass das gibt. Ich habe nur aufgepasst, mein Bruder, als der Fußball spielen wollte, ich gesagt, der geht jetzt aber bitte in den Verein, weil der hat Bock, der ist talentiert und der hat auch gespielt. Welche Position warst denn du? Ich war Torwart. Oh, warst du als Kind schon drall, mopsig? Wie sagt man eigentlich? Drall, mopsig, gut in Futter, proper. Warst du gut proper? In Futter. So, das Wort meine ich. Auch da gibt es so einen Mythos in der Familie. Ich habe mit 5 die Mandeln rausgekriegt. Und danach soll ich wohl proper geworden sein. Da war der Stoffwechsel. Es gibt noch Bilder von mir, da bin ich ganz zart. Ach echt? Mhm. Dein Papa ist Metzger gewesen und deine Mama Fleischerei-Fachverkäuferin. Mhm. Ist das nicht ein Paradies, wenn die abends von der Arbeit jeder mit so einer Tüte Fleisch nach Hause kommt? Würstchen. Ach, was für herrliche Bilder du produzierst. Ja, nein, sie haben am Wochenende natürlich hat es im Gegensatz zu anderen Haushalten gab es Fleisch und Wurst satt, natürlich, klar. Und qualitativ gute Sachen, was damals noch möglich war. Da muss man ja heute nach suchen. Ja. Ich würde so gerne kleine Spielchen mit dir machen. Mhm. Ich würde so gerne was ausprobieren. Und zwar jeder Verein, so wie Dortmund auch, hat ja ein bestimmtes Bier, ne? Wir sagen mal jetzt nicht welche, weil so viele gibt es dann da nicht, die man kennt. Frau Müller würde uns jetzt einfach mal jeweils mir und dir ein Glas Bier geben. Wir wissen nicht, welches es ist. Und dann müssen wir das Bier raten und den dazugehörigen Verein. Aha. Wenn das Glas stimmt, in dem es kommt, den dann wissen mal weg, sonst wir es. Sonst sind wir verfälscht. Wenn das so eine bayerische Blumenvase wird, dann weiß ich sofort. Ihr könntet das, Jungs, ne? Ihr könntet das schon von... Vielleicht riecht ihr es da drüben ja schon. Haben wir schon mal einen da? Oh, guck mal, den kannst du mal rüberreichen. Oh, Stadionbecher, aber 70er Jahre. Ne? Mittlerweile sehen die Becher anders aus, jedenfalls in unserem Stadion. Bei uns auch größer. Schönes Stadion. Und da sind die Jungs drauf. Ach, echt? Ja. Dafür haben sie Becher, Geld? Pischek-Becher. Dafür haben sie Geld. Das bezahlen wir ja mit dem teuren Bier. So. Also Pilz ist es schon mal, oder? Frau Müller? Sie kann es sein, dass das euers ist? Nee, das ist Holsten. Ist das Holsten? Ja, doch irgendwas aus dem Ruhrgebiet? Schalke-Bier? Feltins! Also, weil es ist ein bisschen süßlich. Und Feltins sag ist mal, wir süßlich. Kommen nicht drauf. Brinkhoff. Dortmund-Bier! Ja, aus dem Becher ist es aber... Weil das habe ich nicht sofort erkannt, weil ich das so selten trinke. Ich habe, glaube ich, noch nie so ein Brinkhoff getrunken. Brinkhoffs Nummer 1. Ja, aber ich muss allerdings sagen, Dietmar, ich hätte gedacht, du riechst es schon, dass es ein Brinkhoff ist. Ich muss sagen, dass ich heute als höflicher Gast Bier trinke. Ich bin eigentlich sonst Weintrinker. Ich bin richtig mutiert. Nächste Runde. Okay. Aber bist du eigentlich deiner Mutter noch böse heute, dass die gesagt hat, du darfst keinen Fußball spielen? Na, ich durfte ja Fußball spielen. Ich durfte noch nicht in den Verein. Ich wäre damals wahrscheinlich gern dabei gewesen, um so ein bisschen zu professionalisieren, zu trainieren, Torwarttraining zu haben oder so. Wie kam denn der Übergang zur Schauspielerei? Der ist ja doch dann irgendwie... Blut geleckt irgendwie im Theater, im Schultheater AG, also der klassische Weg. Und dann später richtig Blut geleckt als Statist im Dortmunder Theater. Man kann es ja auch so grimmig gucken, das finde ich ganz toll. Das ist, kannst du mal deinen grimmigsten Blick machen, den du kannst? Das schaffe ich jetzt nach so viel leckerem Bier nicht so gemütlich wie ich. Stell dir mal vor, es wäre schlechtes Bier. Wir haben schon getrunken und haben noch nichts gesagt. Wir müssen es mal probieren. Ne? Ich habe noch nicht probiert. Holsten. Das ist jetzt irgendwas aus Hamburg. Das HSV. Oder? Das HSV. Ja! Richtig das, toll. Das gibt's bei euch. Das ist in der Loge dann, ne? Ich weiß nicht, dass ich hier als Schauspieler Freunde besucht habe. Wir mussten nachts so ein Bier holen und dann standen wir vor so einem Automaten. Und da standen so ein paar Clochards und dann sagte der eine: Kauf bloß keinen Holsten, da hörst du Stimmen von. Das habe ich mir irgendwie gemerkt. Den finde ich gut, den merken wir uns. Das riechen. Ist Bayern. Du brauchst nur riechen. Bayern München. München ist es. Paulaner. Ich dachte, es wäre Bier. Ich wusste, es ist Bayern München. Paulaner. Bayern München flüssig. Mhm. Hui. Es schmeckt einfach, wenn man vorher Bier getrunken hat, schmeckt das gar nicht geil. Ne?
Tun wirst du den übrigen? Das ist Biberpisse. Oh. Ich dachte, das wäre jetzt... Das ist echt nicht lecker danach, oder? Nein. Du hast doch neulich mit Wolf Mahn Musik gemacht. Neulich, ja, stimmt. Ja, ist schon ein bisschen her, zwei, drei Jahre her. Vor neulich. Aber das habe ich jetzt gerade bei YouTube gesehen, das war ganz schön, Leben und Leben lassen. Das war ein Jubiläumskonzert in einem berühmten Studio bei Köln. Und ich weiß, dass die Studiobesitzer danach kamen und sagten, also wenn du mal eine Platte machst, hier rufst du zuerst an. Ne? Könntest du dir das denn vorstellen, mal eine Platte zu machen? Vorstellen kann ich mir das, aber ich habe irgendwie noch ein paar andere Sachen vor. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es irgendwann. Zum Beispiel Kochen, Fasten. Worüber möchtest du lieber reden? Kochen? Über beides. Fasten ist ja vorbei gerade. Ja, der Sex des Alters, ne? Nur mit das Essen und Trinken ist auch Sex des Alters, sagt man. Aber ich verstehe, wo es hingehen soll, wenn die Leute über sowas reden. Das warum Gute das ist, dass so ein Schnitzel ja dann nicht danach fragt, und wie war ich? Das ist aber, der andere, der das Schnitzel gegessen hat, dass du ihm gebraten hast, der will wissen. Fragt. Der wird sagen, oh, das war toll. Oder du warst was gut. Ist am Kochen so toll? Ich werde es nie verstehen. Vielleicht kannst du es mir erklären. Nee. Ich finde es anstrengend, es macht alles immer dreckig. Beim Essen denke ich schon, gleich Küche sauber machen. Da ist aber viel schiefgelaufen in deinem Leben. Ja. Ich habe nie gekocht, meine Mutter hat übrigens auch nie gekocht. Bei uns hat die Oma immer gekocht. Aber war das nicht so, dass man das weitergeben wollte, dass Frauen gut kochen? Oder dass man sagt, das sind Omas Rezepte, Mutters Rezepte, Tantes Rezepte? Ja, ich muss dazu sagen, ich kann dafür aber Kühe melken. Ich kann Mais häckseln und Stroh ernten und Heu ernten. Aber dann könntest du doch schon mal im Heubett ein super Fleisch machen, Mehl. Kann ich. Das funktioniert. Ich kann auch Schweine schlachten. Das mag ich gar nicht sagen. Ehrlich jetzt? Das kannst du richtig, wie mein Vater das konnte? Naja, ich war immer dabei. Hast du zugeguckt, als dein Papa die Schweine geschlachtet hat? Nee, dabei nicht, aber ich habe zugeguckt, als wir einmal im Bayerischen Wald Urlaub gemacht haben und der Bauer, wo wir wohnten, der hat dann 5 Schweine ins Dorf verkauft, wie das noch früher üblich war. Mein Vater sagte, geh mal mit. Und danach saß ich völlig apathisch auf diesem Trecker, bis hier Schweine Mist, bis hier Schweineblut und war in dieser Schlachtekammer des Dorfmetzgers mit und war live dabei, wo diese 5 Schweine halt zerlegt wurden. Und da war der Tag, wo ich hätte Vegetarier werden können. Und da muss ich sagen, als Kind war mir das gar nicht so. Ich war allerdings auch nie in so einer Schlachterkammer. Wir haben immer gewartet, bis das Bolzenschussgerät, man hörte immer so, und das musste vorbei sein. Wir standen alle so da, hörten nicht, so, aber du hast und dann Finger raus aus den Ohren. Aber auch den Sound vorher, wenn das Schwein ja irgendwie vorbereitet wird auf das Ganze, dann kommt ja der Stressfaktor, ne? Ja, aber unser Schwein wurde ganz lieb von uns allen rausgebracht. Wir kannten ja unsere Schweine, die haben ja nichts geahnt. Das ist ja sanfte Schlachterei. Es ging immer, komm Butschi. Und das ist dann auch noch richtig groß gewesen. Ja, und das war ganz dick und wackelte so mit ihren dicken Hintern. Die wackeln ja so süß. Und unsere waren ein bisschen dressiert auch. Die sind ja nicht dumm, Schweine. Ja. Und dann war aber ganz normal. Erst haben wir gespielt und dann haben wir sie gegessen. Aber also kaum, dass Wutschi draußen war, warum sind alle so nett zu mir? Bong. Ja. Ende. Aber Bong waren wir weg. Wir brachten Wutschi raus. Dann alle schnell, wir waren 5 Kinder. Dann also wir brrrt alle weg. Alle Türen zu. Ach so, und dann erst wieder gekommen. Dann sind wir alle wieder raus. Aber schau mal, dann hat der euer Schwein ein super Landleben. Ja, hat sie jetzt nicht noch 300 Kilometer im dreckigen LKW und dann in so einer Todesstätte anzukommen, mit 600 anderen draußen zu warten? Du isst kein Schwein mehr heute, ne? Weil du sagst, Schwein sind die Aasfresser unter den Nutztieren. Das gibt einfach ein paar Erhebungen, dass Schweinefleisch für uns nicht so gut ist. Und ich, wenn es ein gutes Stück Biofleisch ist, Du tust mir auch so leid. Soll ich dir sagen, warum? Du interessierst dich ja für diese Blutgruppendiät. Also Blutgruppendiät kannte ich nicht, habe mir aber dann dieses Buch geholt. Hast du es geholt von Jodie Adamo? Ich weiß nicht, gibt es da mehrere? Das hier, 4 Blutgruppen, 4 Strategien, ein gesundes Leben. Genau. Wir wollen ja gar keine Werbung dafür machen, weil wir haben ja nichts davon. Nee. Aber ich wollte wissen, was es ist, weil du bist Blutgruppe A und dann würde ich sagen, das ist doch die Arschkartengruppe. Blutgruppe Arschkarte, der soll eigentlich nämlich nur Tofu und der soll wenig Fleisch und wenn Fleisch, dann helles. Vor allem hast du auch weitergelesen, was auch dabei nicht dabei war, No-Nos? Es ist kein Bier dabei. Aber Wein. Puh. Aber Wein. Als ich es vor 10 Jahren das erste Mal kennenlernte, war es ja so, dass mir der Arzt im Krankenhaus, ich hatte mir den Fuß gebrochen und der sagte, lies mal das Buch. Mir hat das 40 Kilo runtergebracht und ein besseres Lebensgefühl und du siehst nach A aus. Und dann habe ich das da im Krankenhaus durchgearbeitet und dachte mir, stimmt, ich bin Blutgruppe A. Echt? Ich soll jetzt anfangen mit Tofu. Kannte ich schon ein bisschen. Kein Bier, keine Kartoffeln. Kein Bier muss doch, da weint und das, man doch und einen damals, Tag ja, damals mal. War ich ja auch noch nicht so ein Weintrinker. Und dann da sagt er, aber lies mal durch und schau mal, was dann mit dir passiert, wenn du die Sachen, die er empfiehlt, wenn du die isst und trinkst, dass es immer schon Lebensmittel waren, die dir sowieso besser geschmeckt haben. In meinem, übrigens Blutgruppenfred, steht drin, ich darf Bier. Bei dir ja auch. Wir dürfen Bier. Ich bin gespannt, ob unser Bier nächster Gast auch gleich neutral, Bier darf. Neutral, oder? Ja, war bei mir neutral. Ich darf Wein und Bier ist neutral.
Also Bier durcheinander saufen ist auch nicht so extrem geil, ne? Aber man kriegt mal mit, dass eben wie bei Wasser Bier und Wasser nicht das Gleiche ist. Schmeckst du unterschiedliche Wasser? Ja, absolut. Echt? Aber hallo. Aber klar, ja klar. Würdest du aber auch. Nee. Schwöre ich dir. Ach, egal. Lass uns über was anderes reden. Aber wir müssen doch wissen, was das ist. Ich bin gerade total in dem Thema. Das ist natürlich... Das ist, Astra. Nein, das ist was Neues. Was immer rausschmeckt. Kölsch. Das ist... Das, das ist Kölsch? Kaffee-Kölsch. Wollen wir mal singen jetzt und dann noch ein bisschen weiterreden und Bierdeckel machen? Oh, das ist ja süß. Ihr habt euch Wolldecken drüber gelegt. Ja, heute ist ein etwas kühlerer Sommertag in Hamburg. Ja. Das ist etwas aufgefrischt. Ja, würde ich so sagen. Das gehört doch hier zur Region. Du warst vorhin hier drin und hast La Paloma gesungen. Ja, und ich liebe mich auch gefreut, dieses Lied. Und du liebst dieses Lied auch. Und du singst das so toll. Du hast es vorhin schon mal mit meiner Band angesungen. Und ich bin heute in einem Hormonstatus angekommen, wo ich vorhin geweint habe. Nicht so viel Druck jetzt. Ja, nee, ja ach komm. Singen. Ist ja so. Komm, das ja nach wir machen mal. Band, ihr seid, es ist hier bei euch auch schuppig, ne? Soll das Tolle ist, ihr könnt ja auch mitsingen, ne? Ihr kennt den Text ja. Oh, ja. Oh, Gott. Ja, ich brauche einen doch so und ich nehm's mal. Hier ist, merkst du, wie kalt es hier ist? Ja, wie auf dem Meer. Wie auf der See. Ganz warm. Ein Wind weht von Süden und zieht mich hinaus auf See. Mein Kind, sei nicht traurig, tut auch der Abschied weh. Mein Herz geht an Bord und fort muss die Reise gehen. Dein Schmerz wird vergehen und schön wird das Wiedersehen. Mich trägt die Sehnsucht fort in die blaue Ferne. Unter mir Meer und über mir Nacht und Sterne. Vor mir die Welt, so treibt mich der Wind des Lebens. Wein mich, mein Kind, die Tränen, die sind vergebens. Auf Matrosen, oh hey! Einmal muss es vorbei sein, nur Erinnerung an Stunden der Liebe bleibt noch an Land zurück. Seemannsbraut ist die See, und nur ihr kann er treu sein. Wenn der Sturmwind sein Lied singt, dann winkt mir der großen Freiheit Glück. Wie blau ist das Meer, wie groß kann der Himmel sein? Ich schau hoch vom Mastkorb weit in die Welt hinein. Nach vorn geht mein Blick, zurück darf kein Seemann schauen. Liegt auf Lee, jetzt heißt es auf Gott vertrauen. Schroff ist ein Riff und schnell geht ein Schiff zugrunde. Früh oder spät schlägt jedem von uns die Stunde. Auf Matrosen, oh hey! Einmal muss es vorbei sein, einmal hol uns die See und das Meer, gib keinen von uns zurück. Seemannsbraut ist die See, und nur ihr kann er treu sein. Wenn der Sturmwind sein Lied singt, dann winkt mir der großen Freiheit Glück. Auf Matrosen, Noé, La Paloma, Re. Dietmar! Das war so schön!
Dankeschön. Vielen Dank. Hör doch auf, du bist doch ein Hamburger Jung. Im Schauspieler stecken viele Seelen und wahrscheinlich auch eine Hamburger Seele, ja. Du bist doch irgendwie da falsch angespült worden im Pott. Aber ich hatte 1980... Das ist doch einer von uns, das sehe ich doch. Danke. Und das höre ich doch. Nein, ich habe 1980 auch meine erste Aufnahmeprüfung Schauspielschule in Hamburg gemacht und das hat nicht geklappt. Aber ich war sofort in die Stadt verknallt. Deswegen gibt es so einen Bezug zu. Absolut, ja klar. Genauso wie in Berlin? Nee, anders, dann eben in Hamburg, vielleicht mal später. Wenn dann wenn der Klimawandel den Wein nach Hamburg bringt. Spätburgunder, Das dauert nicht mehr lange. Du, wir setzen uns jetzt mal oben rauf. Okay. Und zwar so. Willst du so ein bisschen da einmal so vorbei und dich da hinsetzen? Du darfst dir aussuchen, ob du von hier rüber willst. Willst du lieber als von vorne rauf, ne? Ich gehe so rum, wenn ich hier nichts kaputt mache. Machst du toll. Yeah! Ab 13 Uhr schon da drauf, ne? Manchmal mache ich morgens auf und freue mich da schon drauf. Habt ihr eigentlich euren Cognac gekriegt? Ja! Wollt ihr noch einen? Ja! Frau Müller, dann wollen die noch einen. Kriegen sie den an die Ohren? Ein paar Becher? Nee, ne? Nein. Der ist dann richtig im Glas. Du hast doch da den Zahn, den ich dir eben gerade in die Hand so einen Zahn. Ja, und den würde ich gerne, weil ihr sagt doch immer, ihr Brussen, also eine echte Brusse, gelbe Zähne, schwarzer Hals. Schwarzer Hals, gelbe Zähne. Wollen wir uns das mal angucken, wie das eigentlich aussieht? Ist aus einem freundlichen Schimpfwort entstanden, aber das übernehmen wir ja gleich. Guck mal, das ist dein schwarzer Hals. Okay. Ich habe auch einen. Und, das ist aber ein sehr schwarzer Hals. Ja, wunderschöner. Sagt ihr ja so. Mm. So. Schwarzer Hals. Und dann gelbe Zähne, sagt gelbe der Schwarzer. Zähne. Hey. Also so sieht der echte Borussia aus, ne? Ja, aber nur bei Inas Nacht in Hamburg. Deine sind schief. Jetzt stimmt. Ist das widerlich? Jetzt müssen wir noch singen. Das Olé, kommt der Bier. BVB. Schon seit 100 Jahren. In Schwarz-Gelb stehen wir stehen hier, Borussia. Das Fußballherz steht hier, BVB, schon seit 100 Jahren. In Schwarz-Gelb stehen wir stehen hier, Borussia. Also der Borussia an sich ist jetzt auch nicht nur schön, könnte man mal so sagen. Aber ich glaube, auch der HSV-Fan lässt manchmal Schönheit vermissen, ganz oder? Ganz ehrlich muss ich sagen, ja? Ich glaube, dass der HSV-Fan dieses kleine Filmchen sich gerne anguckt zu Hause. Na, verstehe. Wahrscheinlich nach der nächsten Heimniederlage gegen uns. Ich glaube, dass das gute Klicks bei YouTube kriegt. Ich nehme noch einen Holzen. Oh, du? Darf ich die Zähne denn mitnehmen als Souvenir? Das ist als Souvenir geschenkt für heute Abend. Kannst du beim Kochen mal so reinmachen, wenn Schatzi von hinten kommt und sagt, oder wie weit bist du denn mit dem Risotto? Und dann drehst du dich um und sagst nichts und guckst sie an. Oder? Gleich fertig. Aber was ist toll ist, erinnerst du dich noch an die ganzen verschiedenen Zähne von Loriot? Ja, die auch einfach so super waren. Ja, aber diese müsste man richtig mit so einem 3-Minuten-Kleber. Dann können wir auch reden. Was auch nicht so geil ist, unten ist halt HSV und oben halt Dortmund. Das ist schön. So eine schöne Mischung, oder? Aber das unten kenne ich als Mallorca Weiß, hast du da unten. Das habe ich gehört, ja? Nennen Sie das Mallorca Weiß? Ja, habe ich mal gehört beim Zahnarzt. Also die letzten drei Worte, Himmel hinein, habe ich verstanden. Den Rest kriege ich noch übersetzt, ne, auf dem Zettel. Das erzählen Sie dir nachher noch, was das heißt. Manche Sachen sollte man aber vom Plattdeutschen auch nicht ins Hochdeutsche übersetzen. Ist mir aufgefallen. Mhm.
einmal Sex gehabt, lese ich. Oder was? Dietmar, hast ja. du in deiner Tatort-Show? Nee. Hast du im Tatort, in deinem Tatort schon mal einmal Sex gehabt? Oder geknutscht? Ja, Sex gehabt. Musstest du schon? Musste ich nicht, sondern ich hatte, das war eine sehr nette Folge, da ging Freddy Schenk undercover als Hausmeister in ein Internat und wurde sofort von einer sehr aufmerksamen, einsamen Sekretärin gleich angekrallt und er sagte dann, ich finde, wir können uns duzen und dann machte er auch schon wupp. Und das war eine wunderbare Szene, weil Freddy irritiert war. Das war so meine erste Liebe. Wurde danach auch nicht mehr aufgelöst oder irgendwas drüber erzählt oder hatte er dann Liebeskummer? Er hatte eine Frau, die man noch nie gesehen hat. So soll's sein. Und zwei pubertäre Mädels. Schon erwachsene Kinder oder Mädels, weiß man, Mädels. Das sind erwachsene Frauen. Ich bin ja schon Opa mittlerweile im Tatort. Bist du FKKler oder gehst du lieber verhüllt an den Strand? Ich gehe unheimlich gerne nackig baden. Das kann man in Brandenburg an den Seen ganz toll hinkriegen, ohne dass es schlimm ist, weil das machen in der alten DDR alle gerne. Ja, ne? Hm? Die haben sich gerne ausgezogen. Nein, aber die haben einfach, da sind da locker mit umgegangen. Und hier musst du ja sonst die Strandabschnitte schon suchen, wo du das machen kannst. Was heißt das? Wind? Oh. Wird Dortmund nächstes Jahr wieder Meister? Oh. Ich würde mir das natürlich wünschen, aber ich würde mir eher wünschen, dass Dortmund mit den tollen Jungs, mit denen sie Meister geworden sind, weiterhin tollen Fußball spielt, so lange wie es geht. Und weißt du, was ich mir wünschen würde? Ich würde mir wünschen, dass jetzt zwei Mädchen reinkommen. Ich sage Mädchen bewusst, oder ich könnte auch sagen, zwei Frauen reinkommen. Junge Frauen? Zwei junge Frauen, gut. Darauf könnten wir uns einigen. Gut, zwei junge die Frauen. Nicht nur ganz toll aussehen, sondern ganz, ganz tolle Musik machen. Schön. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, kommt mal rein, Mädels, wir begrüßen die Band Boy! Jetzt hoffe ich mal, hallo Sonja, hallo Valeska. Hallo. Der Song, den ihr jetzt singt, der ist so wunderschön. Drive Darling heißt der. Ist das die Single auch? Nee. Was ist denn die Single? Little Numbers. Du bist aus Hamburg, Sonja. Ich wohne hier, seit ich 12 bin, aber ich bin aus München. Eigentlich, aber du wohnst in der Schweiz. Nein, ich wohne auch in Hamburg. So ist es nämlich. Valeska kommt aber gebürtig aus der Schweiz und ist aber jetzt auch in Hamburg. Ja, genau. Genau. Und das Lied Drive Darling handelt genau vom Umzug aus der Schweiz nach Hamburg. Das war Schweizerdeutsch, was ich gerade gehört habe. Toll. Also es ist ganz, ganz schön. Ihr habt wunderschöne Stimmen heute. Allerdings, Sonja, darf ich ein wenig mitsingen. Du bist raus, du darfst aber mitspielen. Normalerweise singt Sonja natürlich mit. Baut euch auf, Girls, lasst euch gehen. Nehmt euch ein Bier, wenn ihr wollt. Ich gehe mal wieder hoch zum Herrn Bär. Ich freue mich, dieses Lied habe ich ungefähr 912 Mal gehört und jetzt wird es das 913. Mal. Und ich bin für dich das erste Mal. Und ich bin immer noch berührt bis in meinen kleinen Zeh. Und weiter geht's ja nicht. Stimmt. Ne? Ihr habt das Tempo im Kopf? Total. Toll. You close a door and start the motor. I roll the window down. I raise my hand and wave goodbye to neighborhood. Queens and clowns and children in the front yards. They hide and seek and laugh. I can almost hear you thinking, how could these days go by so fast? And no rear view could picture what we leave behind. Drive, darling, drive, darling, drive, darling, drive, darling, drive. A silent conversation, no words, 'cause there's no need. We let the tapes mix up the years and press repeat and press repeat. The trunk is filled with records, books and chairs and clothes. I'm smiling on the surface, I'm scared as hell below. And no rear view could picture why we leave behind. Drive, darling, drive, darling, drive, darling, drive.
Drive, darling, drive, darling, drive, darling, drive, darling, drive. And when we arrive, the hardest of goodbyes, you will drive. The one who holds my kite and watches over all my flight. Drive, darling, drive, darling, drive, darling, drive, darling, drive. Drive, darling, drive, darling, drive, darling, drive, darling, drive. Das war Boy! Das war toll! Vielen Dank! Toll, toll, toll! Ich bin entzückt! Freue ich mich ganz, ganz doll. Und zwar, ihr sagt einfach 3-4, weil wir haben ja einen 3-4er, das ist der Helga am Schlagzeug. Habe ich immer gesagt, alte Rübennase. Ja. Das sage ich natürlich heute nicht mehr. Du darfst es noch sagen. Warum habe ich das eigentlich immer gesagt? Ich weiß glaube, so nicht. Spitznamen haben keinen Grund. Irgendwie nicht. Außer, dass man sich schon es lange kennt. Es gibt ja keinen Grund, also das zu sagen. Außer, dass man sich schon lange kennt. Du, wir sind hier am Biertesten. Bist du auch ein Biertrinker? Ich trinke einen Pilz mit, aber ich werde mit Alkohol eher müde als aufgeschlossen. Also wenn du Fragen hast, lieber jetzt. Du kannst ein anderes Getränk nehmen auch. Was macht dich denn munter? Koffein. Dann nehmen wir ein Veterano. Wir nehmen 3 Veterano. Das ist so toll. Und ein Holz für Ecki. Das ist ganz toll. Das ist ein Wundermittel. Ja, kommst du da so wieder das rüber? Klingt so, als wenn man ja, nicht alt auch ohne Rock. Weißt du, was ich so gemein finde? Nee, weil dass ich kein du hab. So mit deiner Figur so sexy aussiehst und wärst du eine Frau, wäre das wahrscheinlich nicht so. Müsste man jetzt mal in Ruhe drüber reden. Nee, da kann der Doktor was die zu sagen. Mädels, die wissen, ja, das kann man, da müssen wir gleich drüber reden. Eckart, ich schlage, huh, wo sitze ich denn drauf? Ah, auf dem das Blutgruppenbuch. Da gehört es auch hin, ehrlich gesagt. Ja, da spricht der Schulmediziner ja, jetzt, natürlich, ist ja klar. Das ist nur ein bisschen für den Arsch, wir oder? Wir wollen jetzt auch gar keine Werbung mehr für dieses Buch machen. Es ist nur so lustig. Er ist Blutgruppe A, ich bin 0. Was bist denn du für eine Blutgruppe? Ich bin... Sei bitte B. Nee, ich bin 0 positiv auch. Oh, Resus, du auch Resus? Ich auch. Wir haben die gleiche Blutgruppe. Ich wir bin können 0. uns spenden. Ist es so? Könnten wir auch ja, Kinder zeugen oder wäre das schwierig? Das hat wenig mit der Blutgruppe zu tun, sondern mehr mit dem Geschlecht. Aber mit Rhesus hat das doch immer was. Ich bin gerne für Aufklärung in medizinischen Sachverhalten da. Das ist schön. Was ist denn mit dieser Blutgruppendiät? An der Grundidee ist ein bisschen was dran, dass Menschen unterschiedlicher Blutgruppen unterschiedliche Krankheiten kriegen. Zum Beispiel beim Magengeschwür ist das belegt. Aber dass das mit der Ernährung insofern was zu tun hat, das ist eine super Verkaufsmasche. Aber das Phänomen ist, dass es relativ egal ist, woran man glaubt. Wenn man anfängt, sich mit sowas zu beschäftigen, dann achtet man mehr auf das Essen. Und das ist meistens der Effekt. Die einfachste Frage für eine Diät ist, bevor du dir was in den Mund schiebst, möchte ich daraus bestehen? Weil dann...
Dann bist du bei deinem Hühnchen für 29 Pfennig ja, aus dem, okay, das, ja, aus dem Schnellkauf. Komm, wir sagen mal eben schnell Prost. Ja, daraus, was ist das? Daraus ja, Koffeino? Da. Wie heißt das? Koffeino? Das ist Koffein pur. Koffeino? Das ist toll. Oh. Der ist vor allen Dingen so, ich habe ihn erst entdeckt. Roberto Blanco ist schuld. Und danach willst du keinen Wein mehr anbauen, danach willst du Veterano anbauen. Also ich jedenfalls die Uhrzeit im Alter. Wahrscheinlich, aber... Hm. Eckart. Hm. Das heißt, du würdest sagen, es ist albern an Fast... Aber gefastet hast du schon mal. Ja. Du fastest, und da hast du aber auch gesagt, man, es geht. Am Anfang hast du gedacht, sowas geht gar nicht, der Mensch soll nichts essen. Dann kriegt man ja so Glaubersalz und hast du erstmal alles wieder bin raus. Bin vom Glauben abgefallen, ja. Ja, weil dein Körper gesagt nee, aber nicht, hat... Ja, daraus möchte ich nicht bestehen. Aber... Nee, das Fasten ist eine interessante Erfahrung. Also vor allen Dingen, wie lange noch was aus dem Körper rauskommt, obwohl man oben nichts reingibt. Kommt immer noch AA raus. Wo sitzt denn das? Das müssen ja wahnsinnig viele Zotten noch und Darmzotten und Ecken und Garagen. Und wo sitzt denn das alles? Ne, also erstens haben wir eine unglaubliche Oberfläche, sozusagen in uns drin. Der Mensch ist, wenn man sich ein Embryo anguckt, entsteht sozusagen als Darm zuerst. Und wir entstehen sozusagen als ein Zellklumpen, der wird dann flach und dann wölben wir eins einmal um die Außenwelt herum. Und das ist das Darmrohr. Der Mensch ist im Prinzip ein vertikales Darmrohr mit verschiedenen Schlingen. Und wenn man sich das einmal klar gemacht hat, das hilft auch mit bestimmten Situationen und anderen Menschen entspannter umzugehen, wenn man sich klar macht, auch du, mein Sohn, warst einst ein Darmrohr. Und ein bisschen merkt man es dir noch an. Und deswegen ist die Oberfläche sozusagen, die wir haben, einmal nach außen und einmal nach innen. Und deswegen ist es tatsächlich wichtig, sozusagen sich klarzumachen, da ist wie bei der Lunge auch eine riesen Kontaktfläche und das größte Großteil des Immunsystems ist auch im Darm. Von aber daher lohnt sich das einmal. Wie bildet sich denn ein, da irgendein kleines Geschwür oder sowas zu finden? Das ist ja gar nicht findbar dann, wenn man so einen Darm hat. Die Medizin hat Wege gefunden, Sonne dahin zu bringen, wo sie normalerweise nicht scheint. Überall? Ja. Auch man kann einmal durch uns durch, ist eine Frage der Technik. Und wie ging es denn nach dem Fasten? Wie lange hast du es gemacht? Auch mal, einmal 10 Tage und nochmal eine Woche. Frau Müller, kann ich zu meinem Veterano auch noch einen Holzen haben? Das, wir müssen, glaube ich, alles diese ganzen Worte Holzen, Veterano und so weiter auch rausschneiden. Kann ich noch, ja, das Lustige ist ja, dass Bier auch entstanden ist, als die Mönche sozusagen nicht... Stimmt, das berühmte Fastenbier. Ja, also die haben immer lustige Gerichte entdeckt immer in der Fastenzeit. Was sollte den Mönchen zum Beispiel denn das auch die Maultasche. Ist angeblich bei den Schwaben entstanden, weil man ja kein Fleisch essen darf in der Fastenzeit. Und dann haben die einfach das Fleisch in eine Teigtasche getan und dachten, ach Gott, sieht das nicht. So sind sie. So sind die Schwaben. Schwaben sind ja die Schotten, die zu geizig waren, die Überfahrt zu bezahlen. Eckart hat all seine Witze mitgebracht, das mag ich, das liegt ein doppeltes. Witzig, witzig, heute haben wir viel gelacht, denn wir sind bei Ihnen Schwab. Wir haben es a cappella. Komm, so gut war der nicht. Doch, der war gut. Die sind alle immer gut. Die sind ja sehr aufgereiht, wie soll ich sagen, sehr ausgeklügelt, deine Gags. Sind die alle immer von dir? Der Schwabenwitz, der ist nicht, so Witze gehören ja einem nicht. Aber die Sachen, die ich auf der Bühne erzähle, die sind alle von mir auch. Meine Texte schreibe ich alle selber. Du, weißt, was ich immer möchte? Ein bisschen da über dein ehemaliges... Was? Ich habe noch nie jemanden gesehen, der so Mindmaps für die Vorbereitung nutzt. Yes. Das ist schon bunt auch, ne? Ja, da steht Arzt. Und diese Rubrik möchte ich jetzt einmal mit dir... Okay. Reden. Und zwar, deine Doktorarbeit, du hast ja eine, ne? Ja. Hast du die... Die wurde bisher auch noch nicht bei WikiLeaks veröffentlicht. Und du sagst, was ein Glück? Würde man dich ertappen dabei irgendwie? Na, die ist nicht in digitaler Form, das ist wahrscheinlich mein großes Glück. Ich musste noch mit Hand kopieren. Ja. Aber jetzt mal ganz ehrlich, sind nicht 90% aller Doktorarbeiten irgendwo zusammengeschustert? Na klar. Wie hieß deine Doktorarbeit? Die war kompliziert. Die Wirksamkeit einer intravenösen Immunglobulintherapie in der hyperdynamen Phase einer Endotoxinämie. Irgendwas mit Schwein stand aber da drin, beim Schwein. Mhm. Und wie war das? Gab es ein Ergebnis am Schluss? Ja, das Präparat, was wir verwendet haben, verwendet man dann besser nicht. Okay, das ist ja schon mal für die Nachwelt nicht so. Ja, aber das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Sache, dass die meisten Studien, die veröffentlicht werden, immer nur positive Ergebnisse fördern. Und man müsste eigentlich fordern, dass man in dem Moment, wo man ein Experiment beginnt, das veröffentlichen muss, egal was dabei rauskommt. Aber da hat natürlich die Pharmaindustrie kein Interesse dran. Das heißt, wenn zum Beispiel wie bei uns rauskommt, das Zeug ist unwirksam, dann wird es meistens nicht veröffentlicht.
Das heißt, deine Doktorarbeit, sagst du, puh, Glück gehabt, steht nicht im Netz. Nein, also ich stehe dazu, ich habe das gemacht und ich habe vor allen Dingen gelernt, wie wissenschaftliches Arbeiten funktioniert und seitdem mache ich Kabarett. Hast du noch einen Arztkittel? Ja, klar. Ehrlich? Den, noch einen von deinen alten, richtigen, echten Arzt? Mhm. Nein, das ist... Hat man als Arzt eigentlich selber einen Hausarzt? Die meisten Sachen kann ich ja, kriege ich ja selber sozusagen noch geregelt. Also so ein Arztkittel ist schon gut, wenn man viel unterwegs ist, dann werfen die so einen Zettel ein von der Post, hier musst du abholen und dann ist da diese lange Schlange, dann ziehe ich den Kittel an, sage, lass mich durch, ich bin Arzt und dann funktioniert das schon. Wann warst du das letzte Mal beim Arzt oder sind das eher so Darmspiegelungen und so? Nee, da bin ich noch nicht drin. Du machst ja drin. Nicht selber. Nee. Also, nur zum Zeitvertreib. Ja, ja. Weißt du, was? Kann man ja mal ausprobieren. Man gönnt sich ja sonst nicht. Was, das so mit rein, wenn sonst nichts im Fernsehen kommt, weißt du dann. Spiegel dich mal. Spiegelst du mal. Nein, aber da musst du ja irgendwo dann hin und musst sagen, könnten Sie mal. Wir machen ja eine typische Handbewegung. Ja. Ja, du machst den Handschuh, ja, ja, hier ist, vom Dorf, ich oder? Auch vom Bauernhof. Bist du Veterinär. Das ist eher das. Ja. Also ihr macht ja dann so Klatsch. Manchmal reicht auch schon ein Finger. Oh, ach so. Ja, stimmt, dass du diese Plastikfinger. Wo wir hier sind, wenn wir die kleine Hafenrundfahrt. Okay. Genau. Es ist eigentlich manchmal so, wenn du von der Bühne kommst, dass Leute, wenn du danach eine Autogramme gibst oder so, sagen, übrigens, könnten Sie mal gucken, ich habe hier so eine offene Stelle am Bein. Ja, ja. Und dann wollen wir eine zweite Meinung, ja. Nee, ehrlich? Ja. Und holen sich nach der Show von dir die zweite Meinung? Ja. Machst du das? Nee, ich höre Leute gerne zu. Also ich hab Spaß daran, so Geschichten zu hören. Und das ist wirklich so auch der Teil des Berufs, den ich vermisse. Steht denn hier noch Kittel? Warum finden Frauen Ärzte so toll? Ja, ich glaube, es hat schon mit diesem Thema zu tun, dass da jemand ist, der sich für deinen Körper interessiert. Muss der Arzt sein? Also wichtig für Frauen ist ja, dass sie merkt und das möglichst lange, dass dieser Mann, mit dem sie zusammen ist, sie einfach bedingungslos begehrt. Dafür muss der jetzt kein Mediziner sein. Der muss sie einfach nur geil finden. Also man muss als Frau, glaube ich, merken, oh, der mag mich aber, der liebt meinen Körper aber, er begehrt mich. Ja, aber das haben ja nicht viele und die gehen dann zum Arzt. Und du meinst nur, weil der Arzt dann so macht und so, dann fühlt man sich als Frau schon begehrt? Nein, also es geht für Männer auch. Ist es nicht was anderes? Ist es nicht der Status, den so ein Arzt mitbringt? Ja, das spielt auch eine Rolle. Und das Gefühl, dass du dem jemanden vertrauen kannst und dem was erzählen kannst und der muss schweigen. Das hast du ja bei deinen Freundinnen nicht. Wer ist eigentlich mehr oder schlimmer krank? Mann oder Frau? Oder anders krank? Ich glaube, Männer leiden schon mehr. Und warum wohl? Ach, wir haben ja alle gelernt, irgendwie, wenn wir leiden, dann kriegen wir Zuwendung. Und ich glaube, dass das bei Männern noch stärker eine Rolle spielt. Ich habe immer auf Schmerzempfindlich und Schmerzunempfindlichkeit. Weil zum Beispiel mit einem bei euch Frau möchte ich nie tauschen, irgendwie Geburt. Also ich finde das schon als Kind fand ich schrecklich, eine Geburt zu ertragen. Das halte ich für eine sehr große Leistung. Wahrscheinlich. Ja, und trotzdem sagen die Frauen durch die Bank im Nachhinein, es war der schönste Moment meines Lebens. Das ist ja das Verrückte. Aber das sind doch die Hormone schuld. Ja. Wir haben dieses Oxytocin, dieses Bindungshormon. Und dann hast du so eine rosa Brille auf. Und mein Gegenbeispiel aus dem Liebesbeweisprogramm ist immer, wenn ein Mann einen Nierenstein hat, da hat er ja nicht diese Hormone. Und wenn der dann raus muss, dann habe ich nie erlebt, dass der Mann danach zärtliche Gefühle für das Ding hat. Also da fehlt diese rosa Brille. Der nimmt es auch nicht mit nach Hause und fühlt sich ein Leben lang verantwortlich. Aber ich sage immer was, wir Freundinnen haben mal alle uns informiert und man kann dieses Oxytocin ja auch als Nasenspray kaufen. Gibt's. Hätte das eine Beziehung retten können? Und ist man dann nicht total... Auch für, wenn man Verträge unterschreibt, ist das dann nicht, findet man nicht alle Verträge auch geil und die ganze Welt geil? Und findet man nicht auf einmal auch alle Männer ganz toll? Das ist tatsächlich eine ganz schwierige Sache. Es gibt diese Studien, dass bei Vertragsunterzeichnung Leute, die Oxytocin-Spray hatten, eher einem Versicherungsvertreter vertraut haben. Und das ist natürlich schlimm, wenn das Herr Waschmeier erfährt. Ja, okay. Nee, Maschmeier. Wie heißt die natürlich? Ach, wieso steht denn da Fruchtbarkeit? Mann, Frau, Fruchtbarkeit. Weil du hast diesen wunderschönen Satz, glaube ich, gesagt. Der Mann sucht eine fruchtbare Frau. Und wenn er aber feststellt, dass sie fruchtbar ist, läuft er weg oder so ähnlich. Ach so, ja. Deiner ist natürlich lustig. Meiner war jetzt nur gerade eine Inhaltsangabe.
Erstmal gucken Männer bei Frauen nach Fruchtbarkeit und sind dann entsetzt, wenn die Frau tatsächlich in den ersten 3 Wochen schon fruchtbar ist. Und Frauen gucken bei Männern nach Typen, die Bäume ausreißen können, obwohl sie gar keinen Garten haben. Das heißt, wir müssen, wenn wir langfristige Beziehungen wollen, müssen wir viel stärker nach Ähnlichkeiten gucken und nicht nach Unterschieden. Erstmal ist aber das möglichst andere viel aufregender. Warum haben Frauen Zellulitis und Männer nicht? Das finde ich ungerecht. Weil es scheiße aussieht. Das ist der alte... Der ganz alte Gag. Jetzt haben wir den zweiten. Du hast die Vorlage geliefert. Nee. Zellulite ist so eine Art Vorratshaltung der Natur für schlechte Zeiten. Und deswegen ist das ja auch da, wo es unterhalb des, der Körpermitte ist, also da, wo man auch zum Beispiel beim Gehen die Pölsterchen gut mitnimmt, ohne dass sie viel Energie verbrauchen. Also das ist aus der Evolution her sehr sinnvoll. Wir leben halt nur in einer Zeit, wo wir das gerade nicht so schick finden, aber das kommt wieder in Mode. Meinst du, kommt wieder in Mode? So die Rubensfigur, ich habe gelesen, erst in 32 Jahren, ist bei mir egal. Ach komm. Sag mal, du sagst immer, der Geruch wäre so wichtig. Ich glaube es ja immer nicht mehr. Also man riecht jemanden und dann, nur dann kann man sich verlieben, wenn man jemanden nicht riechen mag. Riecht man das wirklich immer? Ja klar, es gibt Momente, ja. Es geht doch alles weg. Wir haben doch auch keinen Schwanz mehr hinten und wir haben kein Fell mehr. Meinst du nicht, dass dieses Geruchsding auch mal weggeht? Total. Durch die Evolution? Nee, das ist wahrscheinlich innerhalb der ersten paar Millisekunden schon klar. Echt? Ja, das wird dir gar nicht bewusst, aber du hast irgendwie eine Aversion gegen jemanden und weißt gar nicht warum. Und das hat aber wir legen doch Parfüm drauf zum Beispiel, das ist doch ja, total Verfälschung. Ja, das ist so ein bisschen wie Push-Up-BH. Und trotzdem kommt irgendwann die Wahrheit raus. Also der Geruch, der unten drunter liegt, den nimmst du trotzdem wahr. Echt? Ja. Alle Studien, die das beweisen? Ja, es gibt ja sogar einen verrückten Zusammenhang zwischen der Fruchtbarkeit der Frau und der Geruchsempfindlichkeit für Männerschweiß. Das heißt, wenn du als Mann wissen willst, ob eine Frau fruchtbar ist, zum Beispiel jetzt hier in der Kneipe, gehst du so mit erhobener Achsel einmal an allen vorbei und die sich wegdrehen, dann brauchst du auch keine Drinks kaufen. Und glaubst du nicht, dass... wir wollen singen, ne? Ja. I Will von den Beatles. Ja, das ist... Ich habe mir das gewünscht, weil du sowas ja selten singst, englische Coversongs. Und du sagst ja immer zuhören, weil das steht hier, singen ist das natürliche Antidepressivum. Ist das so? Ja, Musik macht gute Laune und ich habe das nie gelernt, so richtig zu singen, aber es macht mir Freude und deswegen mache ich es inzwischen auch und auf dem Programm und heute zum ersten Mal mit dir zusammen. Das freut mich auch sehr, Kleines. Aber wenn man so zuhört und jemand kann nicht singen, ist das auch ein Antidepressivum oder ist das dann das Gegenteil? Und du hast auch mal gesagt, singen macht glücklich und gesund. Was ist mit Kurt Cobain? Was ist mit Jimi Hendrix? Was haben die falsch gemacht? Die hatten andere Probleme. So, jetzt aber gehen wir mal auf unsere Höckerchen. Das ist ein Lied vom weißen Album. Jungs, könnt ihr noch? Die haben könnt ja hier in Hamburg auch angefangen, die Beatles. Also besser könnte es nicht passen, oder? Oh. Things you do and dear you to me, all you know, I will change. I will. Na 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 na. Eckart von Hirschhausen singt I Will von den
Möller. Das war toll. Ich fühle mich schon viel gesünder. Ist doch schön. Wollen wir mal Bierdeckelchen machen und setzen uns da oben rauf, wir alle dry. Bele, dry, 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 das sind die Deckel. Das hier sind die aber von Dietmar, oder? Die können alle runter. Es sei denn, Dietmar möchte die mit nach Hause nehmen, weil Dietmar hat schon sehr schöne Zähne bekommen, die er mit nach Hause nehmen kann. Pass auf, das ist jetzt hier dein Bier und dein Koffeingetränk und ein Bier. Schaffen wir das nochmal? Dietmar, du als erstes, dann ich, dann Ecki. Ah, das ist doch toll. Darf man auch von vorne kommen? Ja, du darfst auch von vorne kommen. Dann kann man nämlich hier diesen Tritt... Ah. Vorsicht! Eins, zwei, drei. So, hinter dir steht aber noch dein Gedeck. Ja, genau, mein Herrengedeck, würden wir mal sagen. Soll ich das dann so halten? Betrinkst du dich manchmal eigentlich? Nee. Hast du jemals geraucht? Auch nie. Noch nie geraucht? Bin ich langweilig? Gar nicht. Nur so. Hast du mal geraucht? Oh, ich hab's mit erfunden. Ehrlich? Aber mein Lieblingssatz war immer, das Über-Ich ist in Alkohol löslich. Das fand ich immer super schön. Aber der ist schön. Das ist leider sehr gut, ne? Ja. Wo ist der her? Wurde mir mal zugerufen am Lagerfeuer. Und der ist großartig, oder? So ist es wahrscheinlich. Das Über-Ich ist in Alkohol löslich. Wann war Mutti mehr stolz als Schneemann? Als Sohnemann, Entschuldigung. Doktor wurde oder als er im TV war? Also meine Eltern denken immer noch, dass ich irgendwann wieder ins Krankenhaus zurückgehe. Nee, echt? Ja, also die denken, es ist so eine Phase, das wächst sich irgendwann aus. Magst du Frauen lieber griffig oder giraffig? Wie ist denn giraffig mit einem langen Giraffig Hals? Giraffig ist, glaube ich, sehr dünn mit langen, so Eppendorfer, die so, diese Eppendorfer Dekolletés, die Ach so. Haben immer so einen langen Hals. Nee, kannst du... Nicht? Nee, griffig. Ja? Ja. Guck mal, da ist da hinten ist schon vor Kälte ein Glas zersprungen. Ein Glas geplatzt. Wie machst du das? Du wirkst vor der Kamera so viel dünner als in echt. Huch. Hä? Das hat mit dem 16:9 Fernseher zu tun. Das ist in Wirklichkeit nicht so. Also das ich hier. Finde dich übrigens überhaupt gar nicht irgendwie zu dick oder pummelig. Nee? Nee, überhaupt nicht. Komm, hier. Tote Katze habe ich auch. Warum ist noch mal eine Frage? Außerdem findest du dich selbst auch wahnsinnig klug? Nee. Gar nicht. Nicht? Also das im Gegenteil, ich hab eher den immer das das ist wie so eine Insel. Je mehr du weißt, desto mehr Ufer hast du zu dem, was du nicht weißt. Das heißt, ich kaufe mir zum Beispiel echt also wie besenkt Bücher, wo ich glaube, die muss ich auch noch lesen. Und ich habe einen tierischen Komplex, dass ich das alles nie mehr lesen kann, was ich schon an Büchern gekauft habe. Wir kennen uns ja schon so lange und ich war ja auch diverse Mal in deiner Wohnung. Und ich muss ja sagen, was ich noch nie gesehen habe, ist, dass jemand wirklich Zeitschriften sammelt. Musst du das jetzt erzählen? Und der wie im Kindergarten immer so Artikel ausschneidet und die auch noch stapelt. Es hat aber kein System. Also das heißt, wenn, ich stelle mir dann immer vor, du sagst, oh, jetzt habe ich einen Wahnsinnsgag über Zellulitis. Und dann weißt du, du hast vor 4 Wochen in der Geo einen ganz tollen mal ausgeschnitten. Du würdest den ja im Leben nicht wiederfinden. Wie gehst du damit um? Räumst du manchmal auf? Ich pack's manchmal in Kisten und mach die dann nicht mehr auf. Du kannst es nicht wegschmeißen. Nee. Weil da drin ist Wissen. Ja, in dieser Kiste ich denke, ist irgendwann Wissen, könnte ich das nochmal brauchen. Aber du findest es doch nicht wieder. Doch. Also ich habe für sowas komischerweise ein verrücktes Gedächtnis. Das heißt, auch wenn jeder sagt, das ist totales Chaos, ich gehe an ein Regal und weiß, dass da... Du bist ein Sammler und du bist auch ein Sammler. Ja, auch so, also ja, auch dann mit Messi ist das ja nicht, aber dass man... Es sieht aus wie Messi, aber wenn man genau hinguckt, ist es halt kein Messi. Aber ich kenne so, sagt, so, jetzt räumen wir den Stapel mal weg und dann fasst du in einem an, ach, da ist ja genau ja, das. Das ist dieser ganz wichtige Artikel oder diese eine Zeitschrift und... Und auch was du sagst über die Sachen, die man irgendwann, man schafft nicht mehr alles zu lesen, aber man muss es irgendwie im Auge Mit behalten. Internet ist ja noch viel schlimmer, dann lässt du die ganzen Browser auf und dann... Ehrlich? Da holst du dir das andere Zeugs dann noch raus. Ist denn das andere dann jetzt ein bisschen weniger geworden, dieses Stapeln und so? Nee, es wird noch mehr, weil ich dazu nicht mehr komme. Wahnsinn. Hier steht, hattest du schon mal Sex? Das kommt nämlich, wenn man sein Privatleben völlig außen vor lässt, dann kommen solche Fragen. Ja. Haben wir schnell hingekriegt.
Bist du Single? Noch willst Fragen? Du nicht beantworten. Bist Nein, du Single? Bin ich nicht, das sage ich. Er ist nicht Single. Welches Organ magst du an dir am liebsten und warum? Organ? Na, ich glaube schon, dass das Hirn das Organ ist, bei dem man bei einer Organtransplantation lieber Spender ist als Empfänger. Guck, und wir sind... Also den Rest kann man austauschen. Aber. Ja, ich weiß nicht. Deswegen sind wir wahrscheinlich, kennen wir uns gut und können so gut miteinander. Weil ich würde sagen, mein liebstes Organ ist mein Bauch, dein liebstes Organ ist das Gehirn. Und deswegen haben wir heute die geilste Band überhaupt da. Begrüßen wir mit den Beatsteaks! Hey! Wow, 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 wow! Jungs, ihr kommt gerade von Europa-Tournee. Ja! War das geil? Ja. Wahrscheinlich! Und jetzt geht's weiter. Deutschland-Tournee! Ja! Und wo sind die Schicks geiler? In Europa oder in Deutschland? Ja! 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 Ich freue mich, wir hören Milk and Honey! Ja.